Herzlich willkommen zum schnellsten Schaltwerks-Einstell-Tutorial, das es im deutschen YouTube-Kosmos gibt. Ich gebe euch heute eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das heißt, die Karre läuft danach auf jeden Fall wieder. Wenn ihr euch aber für die Hintergründe der einzelnen Schritte interessiert, dann schaut mal hier rein. Malik hat da vor einiger Zeit mal ein relativ intensives Video für euch aufgenommen. Genug der Self-Promotion aber und ran an die Tools, und von denen brauchen wir heute gar nicht so viel. Je nachdem, was für ein Schaltwerk ihr nämlich habt, braucht ihr vielleicht einfach nur einen Imbus. Bei mir ist das ein 3 mm Imbus, es kann aber auch sein, dass ihr noch einen Schraubenzieher oder sowas braucht. Ansonsten würde ich darauf achten, dass eure Kette wirklich sauber ist, das kann nämlich die Schaltperformance gewaltig beeinflussen. Schaut, dass eure Steckachse ordentlich festgeschraubt ist, dass euer Schaltwerk festgeschraubt ist und falls ihr einen Schnellspanner habt, dass das Rad gerade im Rahmen sitzt. All das kann nämlich für Probleme sorgen. Diagnosefrage Nummer 2. Könnt ihr grundsätzlich noch so ein bisschen schalten? Wenn es nämlich nicht der Fall ist, dann ist sehr wahrscheinlich euer Schaltzug gerissen und dann müsst ihr euch erstmal darum kümmern. Wenn ihr noch ein bisschen schalten könnt, dann folgt mir jetzt einmal zum Fahrrad. Wir beginnen nämlich mit den Anschlägen, die werden über die sogenannten H- und L-Schrauben eingestellt. Und wir beginnen jetzt mit dem oberen Anschlag, also bei dem oberen Ritzel. Ihr schaltet jetzt auf das kleinste Ritzel und drückt dann euer Schaltwerk, ohne zu schalten, und so weit es geht in Richtung des größten Ritzels. Wenn die Kette auf das größte Ritzel springt und euer oberstes Schaltröhrchen und Ritzel in einer Linie sind, super, dann müsst ihr gar nichts machen. Falls ihr mit der Kette nicht aufs größte Ritzel kommt, müsst ihr die L-Schraube, bei meinem SRAM-Schaltwerk ist das die hier, bei Shimano-Schaltwerken ist es, soweit ich weiß, immer die untere Schraube, ein bisschen lockerer machen, also im Gegenuhrzeigersinn drehen. Fällt eure Kette beim nach oben drücken hinten herunter, muss die Schraube so lang fester angezogen werden, bis, wie gesagt, Schaltröllchen, Kette und oberstes Ritzel eine Linie ergeben. Genau dasselbe machen wir jetzt auch am unteren Anschlag. Dafür bleiben wir hier hinten im schwersten Gang, gehen aber einmal an den Schalthebel nach vorne und nehmen die Spannung komplett vom Schaltzug. Dafür drehen wir die Zugspannungsschraube einmal komplett nach hinten, also zu uns. Ob noch Spannung auf dem Zug ist, könnt ihr dann einfach testen, indem ihr mal am Schaltwerk mal in den Zug greift. Wenn ihr den ein wenig bewegen könnt, ohne dass sich das Schaltwerk bewegt, ist es perfekt. Jetzt stellt ihr euch abermals hinter das Rad und prüft wieder, ob A, eure Kette tatsächlich auf dem untersten Ritzel ist und B, ob Schaltröllchen, Ritzel und Kette wieder eine schöne Linie bilden. Falls ihr, wie ich hier, noch ein bisschen optimieren müsst, gelten genau die umgekehrten Regeln wie gerade eben. Ich muss jetzt also an der H-Schraube ein bisschen im Uhrzeigersinn drehen, um dem Schaltwerk zu erlauben, wirklich auch aufs unterste Ritzel zu springen. Wenn das Schaltwerk zu tief hängt, dreht ihr im Gegenuhrzeigersinn. Schritt Nummer 2, das Schalten selber einstellen. Und das machen wir nur über die Schaltzugspannung. Die haben wir ja vorher komplett weggenommen und das müssen wir jetzt dringend wieder ändern. Um uns grob eine gute Einstellung heranzuarbeiten, schalten wir jetzt erstmal hier vorne in den zweitschwersten Gang, also einmal hoch. Wenn ihr vorher den Schaltzug komplett locker gemacht habt, sollte sich euer Schaltwerk jetzt erstmal nicht bewegen. Keine Angst also, falls hinten nichts passiert. Als nächstes drehen wir die Schaltzugschraube dann aber vorne am Schalthebel so lange von uns weg, also nach vorne, bis die Kette dann tatsächlich in den zweitschwersten Gang schaltet. Jetzt schaltet ihr nochmal in den schwersten Gang. Wenn die Kette jetzt nicht nach unten schaltet, müsstet ihr auf jeden Fall wieder Zugspannung wegnehmen, also nach hinten drehen. Wenn die Kette leicht runterschaltet, super, dann könnt ihr jetzt einmal überall durchschalten. Hapert es irgendwo beim Schalten in einen leichteren Gang, müsst ihr eventuell noch etwas mehr Zugspannung sorgen. Probiert also mal zum Beispiel eine halbe Umdrehung nach vorne. Hapert es beim Schalten in einen schwereren Gang, also auf ein kleineres Ritzel, müsst ihr ein bisschen Zugspannung wegnehmen, also zu uns drehen. Ihr kennt den Spaß aber mittlerweile. Und so arbeitet ihr euch einfach immer feingranularer vor, bis die Kette nur so hoch und runter fliegt. Wenn ihr jetzt immer noch Probleme habt, dann kann es vor allem an zwei Gründen liegen. Erstens, euer Schaltauge und oder Schaltwerk sind verbogen. Da kann ich leider relativ wenig machen, außer euch eine solide Zange oder den Fahrradladen eures Vertrauens zu überweisen. Wobei ich euch aber helfen kann, ist, wenn die B-Schraube falsch eingestellt ist. Mit der B-Schraube stellen wir den Umschlingungswinkel der Kette ein, also wie weit sich die Kette um die Kassette legt. Um die korrekt einzustellen, schalten wir in den leichtesten Gang und checken den Abstand zwischen dem obersten Schaltröllchen und dem Ritzel. Wenn die sich fast berühren, dann ist es auf jeden Fall zu wenig und kann beim zum Beispiel Hochschalten zu Problemen führen. Wenn der Abstand mehr als 2 cm beträgt, ist das wahrscheinlich zu viel und führt zu unpräzisem Schalten. Idealerweise habt ihr für die Einstellung da ein entsprechendes Werkzeug von eurem Schaltwerkshersteller, aber natürlich geht es auch so und mit etwa 1 cm Abstand macht ihr tendenziell nichts falsch.
Ich hoffe, euer Schaltwerk tut wieder das, was es soll. Wir machen hier ein Express-Video, deswegen wrappen wir das Ganze jetzt schnell ab. Schreibt also eure Tricks und Erfahrungen in die Kommentare. Wenn es bei euch geklappt hat, spendiert uns ein Abo. Wir freuen uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.